Hallo Fluss mit dem Namen Isar. Kannst du dich dafür entscheiden, wohin du fließt? Hast du einen freien Willen? Gib mir eine Antwort. Bitte, bitte. Hallo. Nun ja, diese Isar hat einfach weiter gerauscht. Sie rauscht einfach weiter. Das ist die Antwort. Kümmert meine komische Frage Sie wohl nicht so überhaupt arg. Nun, mir ist es immer noch nicht ganz klar, dass der freie Wille einer menschlichen Person nur eine Idee ist, die so zirkuliert wie alle möglichen anderen Ideen, wie irgendwie durch, keine Ahnung, wie irgendwas anderes halt, so wie ich bin ein Mensch oder es gibt Gott auch als Idee. Also unendlich viele Ideen kann es geben, gell? Aber als Wirklichkeit gibt es die Wirklichkeit nicht mal, die nichts von sich weiß. Selbst überhaupt. Nun ja, wenn es jetzt den freien Willen nur als Idee gibt, dann gibt es auch keinen, der ihn hat. Also der, der ihn hat, ist auch nur eine Idee. Aber das, was alle Ideen hat, ist keine Idee. Und das hat sie nicht mal. Denn nur eine Idee, die Besitzeridee, beharrt auf das Haben von dem Besitz natürlich. Ich habe einen freien Willen als Idee. Ich habe mich selbst auch nur als Idee. Ich trinke gerne mal Idee-Kaffee, wenn er aus prädestiniertem Sklavenhandel ökologisch erzeugt wurde. Das war aber leider auch nur eine fantastische Idee, die gar nicht gestimmt hatte. Ich wollte nur einen Witz machen. So, genug geredet für jetzt, weil ich treffe es ja eh nicht. Ich sage ja eh nie die Wahrheit. Die Wahrheit kann nicht ausgesprochen oder gehabt werden. Da gab es mal einen schönen Vergleich. Da sagte einer Stein. Aber das Wort Stein beschrieb den Stein gar nicht. Es deutete nur darauf hin, dass es so etwas wie das hier sein könnte. Ein Stein also. Aber was der Stein ist, wer weiß das, was Festes. Was Geräusche machen kann, wenn man es gegen einen anderen Stein klopft. Und auf einmal waren nur ganz viele Steine da. Die volle Steinerei. Puh, die Sonne scheint, könnte ich auch behaupten. Auch ohne mich wird die Sonne scheinen. Die Sonne braucht mich nicht, um zu scheinen. Das ist doch schön. Muss ich mich nicht drum kümmern. Auch nicht muss ich mich schon sehr arg drum kümmern, dass mein Leben gut verläuft. Doch ob ich jetzt die Motivation habe, mich anzustrengen, das liegt wohl nicht in meiner Hand. Motivation kommt, Motivation geht. Wie Brotkrumen, die von Vögeln aufgegessen werden. Fliegen die Vögel auch davon manchmal, zwitschern. Wie Wellen, die immer nur tanzen. Gibt keinen Stillstand. Und wenn Stillstand ist, wenn das Meer ganz ruhig wäre, gibt's auch keine Wellen mehr. Also mich gibt's immer nur, wenn Action ist, wenn Unruhe da ist. Ich bin immer nur, wenn ich Störenfried, nur im Unfrieden bin ich, weil im Frieden, da ist es ruhig und still. Da gibt's mich nicht mehr als eine Welle, die rumtänzelt, nach dem Ozean Ausschau hält. Wo ist die Ganzheit? Oh, 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 schwabbel, schwabbel, ich schwabbel schon wieder weiter. Schwabbel, schwabbel, schwabbel.